Moin moin und hallo und willkommen zurück zu einem neuen Teil Spinnen spielt oder Raged, besser gesagt, Dark Souls. Heute wieder der große Plan, wir killen den Minotauren. Höchstwahrscheinlich wieder eine zusammengeschnittene Version, das heißt, ich porte euch gleich direkt zur Treppe im Turm. Es sei denn, es passiert zwischendurch irgendetwas Tolles, Lustiges, Nennenswertes und dann wird das mit reingeschnibbelt. Und ansonsten ist das eine Anreihung von Versuchen, jetzt endlich mal diesen Kackboss hinzukriegen. Also, bis nachher. So, und da sind wir jetzt auch wieder. Nichts Spannendes passiert, außer dass ich zwei Tränke schon nehmen musste. Was natürlich nicht so geil ist. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Nicht wahr? Oh, genau da wollte ich nicht hin. Was macht ihnen hier? Synchronkämpfen oder was? Nein! Verdammt! Roll dich nicht den Abgrund runter, aber. Ah, jetzt muss ich gleich schon wieder einen Trank nehmen. Ja, das können wir auch nicht gebrauchen. Mist. Das ist auch so geil, mein Controller macht dann meistens hier so doppelt. Also Menschlichkeit kann man auch nehmen, um zu heilen, habe ich gehört. Ich nehme jetzt aber das, falsche Taste. Toll. So, wir haben jetzt noch zwei für den Dicken. Macht mehr Schaden. Das ist wahrscheinlich gleich besser. Oh. Und ehe ich das vergesse. Da war noch was, was ich machen wollte. Und zwar. Nee, das war falsch. Da. Wir haben ja hier jetzt einen freien Slot. Wo ja meine Brandbomben waren. Guess what? Wir haben noch fünf schwarze. Für Notfall. Man weiß ja nie, ne? Ich hoffe nur, ich verkacke das jetzt hier echt nicht. Gucken, wann er kommt. Zurücklaufen. Nicht wieder vor ihn runterspringen. Scheiße, da ist er ja schon. Ah ja, wir wissen, dass du da bist. Dankeschön. Ja, das hat mal wieder nicht funktioniert. Aua. Wo ich gedrückt habe. Danke, ich würd hier gerne durch deine Beine rollen. Danke. Ah, nee, das war gar nicht gut. Das war wieder so ein Spring drunter und taugt aber leider nichts. Und Versuch Nummer 2. Knopf. So. Und nochmal wieder ein komisches Höhlenlendentuch. So. Mal eben kurz. Hände abwischen. Der Angst. Angstschweiß. Da.
damit mir der Controller nicht gleich wieder aus der Hand glitscht. Ach ja, so. Aus irgendeinem Grund hat das ja eben schon wieder nicht so richtig funktioniert. Dem gedrückt halten und runterspringen. Ja. Habe ich jetzt eigentlich meine Bomben noch ausgerüstet? Ja. Gut, das ist alles okay. Wir haben noch dreimal trinken. Dann haben wir theoretisch noch viermal Menschlichkeit und sechs Bomben. Sollte man noch meinen, dass das funktioniert. Oder nicht? Ich weiß nicht, ist vielleicht der Pieks aus. Jetzt ist es vorbei, um nicht länger drüber nachzudenken. Ohne Witz, ne? Das ist echt. Er macht es einfach nicht. Aber er ist auch verwirrt. Das finde ich auch gut. Ah, falsche Taste. Ah, verdammt, ich dachte, ich kann da noch runterrollen. Ach, dann nicht. Wäre ich fast erst zu den Seelen gelaufen, hätte wahrscheinlich dann von hinten voll auf den Nuss gekriegt. Meinen beiden Herzdarm hier. Oh. Oh. Schon wieder hier. Schon wieder schwitzige Hände. Warum geht das denn nie hier? Doch nervig. Nervig, nervig, nervig ist das alles hier. Weil ich immer daneben springe. Ich weiß nicht wieso. Oh, warte, ist mir jetzt eigentlich der Lanzentypi gefolgt? Nee, kann er ja nicht. Den habe ich nämlich irgendwie umrannt. Frag nicht wie. Ich weiß auch nicht wieso. Soll ich die holen, bevor er kommt? Ja, gar nicht. Ich weiß auch nicht, muss ich ihn anvisieren, damit das funktioniert? Oder? Das ist echt so. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Hallo! Have a bomb. Have another bomb. Lass mich in Frieden. Oh Gott.
Gott. Bitte lass mich jetzt nicht gleich wieder irgendwo runterfallen, aus Versehen. Ja, oder das einfach nicht machen, was er soll. Das ist natürlich auch so eine Sache. Och, dann trifft er nicht. Bin ich. Da bin ich. Hoch, 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 hoch. Ja, und ich hochlaufe. Okay, auch okay. Auch okay. Genau, nicht in die Richtung. Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich das nochmal überlebe. Nein, das werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Ganz knapp vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Oh, dieser Mistkerl von einem Tauren. Du bist doch wieder unten jetzt, ne? Stirb, du Sackgesicht! Speicherpunkt! Heimkehrknochen? Aha. Nee, ich sterbe jetzt aus unerfindlichen Gründen, weil da hinten kein Lagerfeuer ist, ne? Alter, bin ich so am Ausrasten. So am Ausrasten, das glaubt er ja gar nicht. So, jetzt nicht unvorsichtig werden. Da. Dafür sind wir jetzt zu weit gekommen. Warum ist hier nicht direkt ein Feuerchen? Oh, ja. Ich will doch nur die Sachen kaputt machen. Ja, gut, dann nicht. Meine Fresse nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist bestimmt gleich irgendwas. Beschissenen Bogenschützen, die an mir auflauern, vielleicht. Wieso gehen wir denn jetzt runter? Müssen wir nicht nach oben zum Glockenturm? Ja. Da spielt jemand Call of Duty. Anfänger. So scheißegal, ne? Da ist zu viele Wege. Nope. Dann lass doch hier irgendwo ein Feuer sein. Oh shit, da steht wer. Freund? Feind? Ich wäre so sauer, wenn du mich umbringst, ne? Jetzt mal. Ganz ernsthaft. Hallo. Du siehst aber irgendwie menschlich aus. Hey. Ha, mit dir kann ich reden. Hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight.
Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, nur bedingt. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Kannst du mir helfen, über die Brücke zu kommen? Vielleicht? Nein? Gut, dann nicht. Schätze, dann muss ich mich da schon wieder selbst durchschnetzeln. Sieht ja mal gar nicht ominös aus hier, ne? Was ist denn da? Das war nur ein Blatt. Was ist denn das da auf dem Boden? Oh, ja. Nope. Ja, nö. Willst du mir jetzt damit sagen, ich muss an dir vorbei oder was ist hier jetzt gerade? Verschlossen. Hätte ich doch nur diesen Kackschlüssel genommen. Ne? Guter Mann, da ist gerade ein Drache aufgetaucht. Möchtest du nicht gerne Drachenfutter sein? Oh, aha. So, I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Klar habe ich einen Moment. Es wartet nur ein Drache auf mich. Our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Yes. This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Ja, toll. Was hast du mir jetzt gegeben? Ach Quatsch. Hinterlässt ein Rufsymbol. Aha. Toll. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ups. Schaltkreuz und so. Du hilfst mir also nicht mit dem blöden Drachen, ja? Wie wundervoll. Und kein Speicherpunkt hier. Ich habe da echt keinen Bock, ne? Ich will ja jetzt nicht hinlaufen und dann werde ich von dem geröstet, weil das Spiel es kann. Meh. Echt nicht geil. Echt nicht geil, Spiel. Guess what? Hier gibt's eine Treppe. Fuck you, Drache. Was. Oh, warte, warte, warte. Ah, fuck. Oh, ist das jetzt fies? Wenn ich jetzt hier runtergehe, ne? Bin ich zwar wieder. Oh, dann bin ich wieder beim Feuer. Dann kann ich meine Level auf. Na gut, dann muss ich den ganzen Weg halt nochmal laufen, ne? Aber. Da steht der Lanzentyp wieder. Egal! Sowas von egal. Oh, scheiße, wenn ich mich hinsetze, sind natürlich auch alle Gegner wieder da, ne? Egal, Hauptsache erstmal. So, egal. Okay, also. Ja, bitte. Ja. So, nochmal. Moment. Also Vitalität, Trefferpunkte. Wichtig. Unwichtig. Ausdauer, wichtig. Stärke. Oh, auch wichtig.
Führung fortgeschrittener Waffen. Stärkt Waffen. Auch irgendwie wichtig, ne? Was ist denn das hier? Kann ich da... Ja, nein, vielleicht. So. Ja? Okay? Fragezeichen? Schade, dass ich jetzt nicht rückwärts da wieder hoch kann, ne? Aber wir müssen ja nicht nochmal durch den blöden Tauren durch. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Ja. Und wir haben endlich mal unsere Seelen eingesetzt, bevor sie wieder weg waren. Ich finde, das war ein sehr schlauer Schachzug. Was ist denn jetzt eigentlich dieses... Ist das wichtig? Ich meine, ist das nur kosmetisch oder... ich muss mal eben meinen Experten fragen. In der Zwischenzeit, bis ich eine Antwort erhalte, kann ich ja mal was trinken. Ich glaube, ich mache das gleich einfach. Alles klar. Ach so, jetzt sehen wir nicht mehr ganz so tot aus. Ah, jetzt haben wir dieses leuchtende Dings da. Dann darf ich jetzt nicht verkacken.